Willkommen, Freunde. Also, wir sind nicht völlig allein. Ein Teil der Crew ist geblieben. Sie hat die Flüchtlinge vor den anderen beschützt. Wie geht's Ihnen? Geschockt. Verwirrt. Aber in Sicherheit. Sie wollen wissen, wie es weitergeht. Wir müssen die Leute warnen. Wen? Die Rebellen? Die werfen uns ins Sunspot-Gefängnis, bevor wir auch nur ein Wort sagen können. Darum sollten Sie einfach die Corvus nehmen und abhauen. Ich nehme einen TIE-Jäger, setze ein Notsignal ab und warte, bis die Rebellen mich finden. Glauben Sie wirklich, ich lasse Sie hier alleine herumtreiben? Wir sind der Inferno-Trupp. Sie und ich. Hier ist Aiden Versio von der imperialen Korvette Corvus. Ich sende ein Notsignal für die Rebellenallianz. Wir ergeben uns. Kontaktiert sofort den General. Leia Organa oder wen? Du hältst es für eine Lando. Und zeigst sie trotzdem an Bord. Okay. Du willst immer, dass ich Risiken eingehe. Was Unverantwortlicheres konnte ich nicht tun. Sehr gut. Hallo. Ich bin General Lando Calrissian. Und Sie müssen diese Überläufer sein, von denen ich gehört habe. General, wir haben Ihren Leuten schon alles gesagt, was wir wissen. Gehen wir ein Stück. Okay. Was war das? Eine schlechte Idee. Erzählen Sie mal. Schrift glaubt, Sie sind imperiale Spione. Und was glauben Sie? Dass Sie Angst haben. Um Ihr Leben rennen. Da ist ja so. Eigentlich, ne? Sie haben uns gute Infos zur Operation Asche gegeben. Ich habe dafür zwei Sternenjäger. Nur für Sie. Was? Sie lassen uns gehen? Ganz richtig. Fangen Sie einfach von vorne. Wo Sie uns überwachen. Dafür sind wir zu beschäftigt. Und wenn der mir von der Nase rumläuft, komme ich gar nicht vorbei. Mal gespannt, was wir das jetzt noch wird. Operation Asche nach Naboo unterwegs ist. Sie müssen sich stoppen. Wir kriegen das schon hin. Nein, das Imperium verändert sich und mit ihm seine Taktiken. Wenn das stimmt, warum kommen Sie nicht mit? Retten Sie Naboo. Wir wollen keine Rebellen werden. Das verlangt doch niemand. Das ist ein einmaliges Angebot. Sie können jetzt gehen oder Sie helfen uns. Sie vertrauen uns, an Ihrer Seite zu kämpfen? Was soll ich sagen? Ich glaube fest an eine zweite Chance. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihre Schiffe. Wir können nicht mal X-Flügler fliegen. Kein Problem für eine Spezialeinheit. Was ist die Alternative, Aiden? Also, ich brauche eine Entscheidung. Ich glaube, das ist Entscheidung genug. Und es sieht verdammt geil aus. Alle Jäger, beginnt euren Angriff. Sieht übel geil aus. Lando, dein Timing ist sehr klassisch. Hier ist Prinzessin Leia Organa. Alle bei mir sammeln. Lando, schützen Sie die Prinzessin. Wir zerstören die Asche-Satelliten. Ich bin hinter Ihnen. Oh, das weiß ich. Und wenn einer von Ihnen etwas versucht, schieße ich Sie persönlich ab. Glauben Sie, Sie könnten das? Man nennt mich nicht umsonst Danger 1. Ich sehe eine Wärmesignatur unter dem Zentralsatelliten. Das muss der Thermalenergiekern sein. Dann konzentrieren wir dort unsere Feuerkraft. Satellit zerstört. Gut, dann mal Attacke. Hey,
So, hier geht's ein bisschen besser. Dem Granate reinballern. So, schön. Der erste ist, glaube ich, schon zerstört. Zweiter Satellit erledigt. So, zack, dritter auch. Easy. Jetzt da oben hin. Danger 5, hier Satellit abgeschossen. Wir haben noch viel vor uns. Weiter! Ich frage mich, wo Dell ist, weil wir jetzt eben so einen neuen Kumpel an der Seite haben. Je schneller die Satelliten zerstört sind, desto früher ist sie sicher. Verstanden, Prinzessin. Danger 5, Danger 6, vergessen Sie nicht, Sie schießen jetzt auf Freijäger. Bestätige. Danke für die Erinnerung. Auf Ihre Position, Danger 1. Ah, fuck. Ja, oh, kritisch. Alter, Scheiße. Gut, erstmal nicht die ganzen Dinger kaputt machen. Ja, da sind auch noch solche. Boah, jetzt werde ich voll beschossen. Aber es geht noch. So, der ist auch weg. Und jetzt hier oben noch mal hin. Kommt einmal mit E. Und wir werden ihm ein bisschen Schaden drücken. So, der ist weg. Schön, nächster. Ah, ich denke, das wird noch ziemlich lustig mit den Rebellen. Ja, die Konversationen sind ziemlich lustig. Super, das ist alles, alles weg. Und da hinten noch sind ein Satellit weniger. Wir haben es fast geschafft. Und dann verschwinden sie. Stimmt's? Stimmt. Sobald die Satelliten weg sind, beschießt unser Großkampfschiff den Zerstörer. Wir wissen, was zu tun ist. Ah, ich glaube, die bleiben noch erst ein bisschen bei den Rebellen. Am besten zerstören sie zuerst die Verteidigungssysteme. Verstanden. Es ist ja noch keinem aufgefallen, dass wir jetzt hier das ein Modell bei den Rebellen jetzt am Start sind. Die haben ja nur gesagt, bla bla, Verräter und... Oh, kritisch. Verräter und... Ach nö. Ach fuck, man, einmal nicht aufgepasst und dann noch reingeflogen. Nur mal die Asche-Satelliten zerstören, als ob ich nur mal von vorne anfangen muss. Okay, nein, gut, nur diese hier. Komm, noch mal ein bisschen Gas. Von dem Zerstörer! Seine Kanonen durchschlagen glatt ihre Schilde! So, da oben ist direkt einer. Mich mal direkt vor. So, knallen wir ein bisschen was rein. Schön langsamer. Ganz entspannt. Super, erster ist weg. So geht das doch viel besser. Gerade viel zu schnell geflogen. Noch einer. Guter Schuss, Versio. Verstanden, Staffelführer. Aufpassen, dass ich nicht in diese Elektro-Dinger komme. Oh. Das läuft gut. Bisschen zu gut eigentlich. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwie noch auffliegt, dass wir jetzt bei den Rebellen dabei sind. Satellit ausgeschaltet. Aber ich denke, oh, das müsste eigentlich Beweis genug sein. Boah, war das knapp. Müsste eigentlich Beweis genug sein, dass wir denen treu sind. Theoretisch. Verstärkung ist eingetroffen. Y-Flügelbomber. Sorgt für ihre Sicherheit. Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternenzerstörers. Hey, Sie geben mir keine Befehle. Alle Einheiten. Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternenzerstörers. So was nicht immer lustig. Gut, wo sind die? Da. Leiste Unterstützung. Helfen wir ihnen. Gut, der ist weg. Huch, wo sind die anderen? Da. Und die holen wir uns auch nochmal eben. So, eins und zwei. Ach, das sind wieder ein paar mehr. Na gut, die kriegen wir auch nochmal eben zur Seite. So. Sie zerstören unsere Y-Flügler. Wir müssen sie verteidigen. Ja, ich bin noch dabei. Wenn die Schilde weg sind, bringt die Restoration die Sache zu Ende. Die was? Unser Großkampfschiff. Allein hat es gegen einen Zerstörer keine Chance. Wie viel sind denn hier noch, Mann? Da kommt immer mehr. Aber gemeinsam bringen wir die Sache zu Ende. Verstanden. So, auch weg.
kommen wir jetzt hier raus? Ich könnte eigentlich davor campen oder einfach mal reinfliegen und dann alle zerstören mit einer Bombe oder so. Ja, ich weiß nicht, gar nicht, wann die jetzt fertig sind. Schick nur, dass unsere hier nicht mehr viel Zeit haben. Viel Leben. Nein. Ja, guck. Den kriegen wir doch noch. Super. Und hier noch einer. Das läuft. Auch noch weg. Der ist auch weg. Hier so ein Darth Vader Flugzeug. Noch mehr Tai-Jäger! Helfen Sie mir! Mann, wie viel denn noch? Da fliegt der überhaupt Bombenangriffe? Gut, das ist kein Selbstfeuer, gibt's jetzt vielleicht schon ein paar von uns selber getötet. So, auch weg. Und zwei kommen noch von unten raus. Mann, wie viel denn noch? Na komm. Tai-Jäger im Anflug. Holen wir sie uns. Achso, das zeigt an, wie viel die, oder? Bei Flügel schützen. Weil die haben auf jeden Fall mehr Leben noch, als da oben auf dieser Anzeige ist. Aber irgendwie passiert hier gerade nichts. Weder voran noch. Oh, das wird getroffen. Die Kanonen kommen mal alle ab. Ach nein! Oh nein, es passiert einfach nichts. Ich bin so vorsichtig und dann. Dann das, Alter. Feier. Sind noch Satelliten übrig? Wir erledigen den Rest. Sie übernehmen den Sternenzerstörer. Mann, fuck. Verstärkung ist eingetroffen. Y-Flügelbomber. Sorgt für ihre Sicherheit. Nochmal von vorne. Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternenzerstörers. Hey, Sie geben mir keine Befehle. Alle Einheiten. Konzentriert das Feuer auf das Schildsystem des Sternenzerstörers. Eine Gruppe Tai-Jäger hat unsere Bombe infiziert. Komm, die kriegen wir doch jetzt hier eben. Da ist Unterstützung. Helfen wir Ihnen. Wir holen uns erstmal alle jetzt. Nee, Alter. Das ist ja kacke. Bisschen langsamer als vor einmal einschalten. Oder was ist immer R4, keine Ahnung. So, weg. Der ist auch weg und der letzte. Super. Gut. Hier ist noch einer. Jetzt haben die ja schon die Hälfte weggebombt. Ich verstehe das nicht. Dieses, Algorithmus da, das Gerät oder was auch immer. Jetzt haben wir schon die Hälfte weg. Eben war es noch komplett voll. Unsere Bomben haben auch noch viel Leben eigentlich. In der Luft die Silvesterraketen. Und jetzt habe ich schon mal gebracht. Okay, hier ist noch einer. So. Das ist vorsichtig, dass ich da nirgends dagegen fliege. So, weg. Weg. Deswegen hat die Y-Wings wieder, Y-Flügler wieder angegriffen. Kann ich auch angreifen? Ne, ich glaube nicht. Okay, mal gucken, wie ich das Teil erledigen muss. Es passiert einfach nichts gerade. Dass es erst so ganz schnell geht und dann erstmal nichts passiert. Die kommen ja die ganze Zeit wieder raus. Ich glaube, ich greife mal diese Kanonen an. Überhalb des Schiffes. Ich gehe erstmal den hier. Die
Kanonen hole ich erstmal alle weg. Das könnte vielleicht auch irgendwie nützlich sein. Da muss ich aber aufpassen, dass ich da wieder reinfliege. Ah, doch, ich glaube, dieser Balken geht schon ein bisschen runter. Ja, oder weniger. Mann, schon wieder neue. Ich muss erstmal die Teile hier. Von wo schießen sie? Da. So, der ist weg. Bang. Ich hol jetzt echt diese Dinger hier weg. Könnte vielleicht ganz nützlich sein. Nur eben nicht reinfliegen, das ist dann kritisch. Erster Schild zerstört. Neuer Anflug für den anderen. Ja, endlich. Hat gar nicht lange gedauert. Und ich dauert es jetzt nochmal die ganze Zeit mal so lange, Alter. Das wäre echt kritisch. Der macht die auch kaputt. Da ist übrigens der, ich hätte mich ja gefragt, wo er ist. Da ist er. Jetzt wissen wir es. Komm, du auch. Super. Ja, die können wir ja nicht angreifen, ne? Ja. Links sind noch welche. Alter. Ich jetzt fertig, ich habe keine Lust mehr, ohne Witz. Ach, endlich. Gute Arbeit. Unsere Y-Flügler haben ihren Bombenangriff. Ach. Restoration, Sie können angreifen. Alle anderen fallen wieder zurück. Sehen wir nicht alle den brennenden Sternenzerstörer? Das imperiale Protokoll sieht einen Sprung in Sicherheit vor. Diese Schiffe wollen nach Theed. Sie werden die Stadt attackieren.